Die Preisgelder bei solchen Events haben die Millionengrenze weit überschritten. Trotzdem wirkt er für die breite Öffentlichkeit oft noch exotisch. Der E-Sport, der elektronische Sport. E-Sport-Weltmeisterschaft in Köln. CSGO. Counter-Strike Global Offensive. Früher nannte man das Ballerspiel. Heute First-Person-Shooter. Zum Finale kommen an zwei Tagen mehrere 10.000 Zuschauer in die Halle. Wer sind die Spieler? Wer besucht die gigantischen Turniere? Und geht es um mehr als das einfache Spielen am Computer? Unweit der Veranstaltungshalle in einem Bürohaus in Köln. Trainingseinheiten für das große Ereignis. Maus Sports ist das beste deutsche Team. Auch wenn es nicht so klingt, Mäusesport. Für die Abstimmung untereinander haben die Spieler eine eigene Sprache entwickelt. Fatih ist für viele Jugendliche ein Idol, der beste deutsche Counter-Strike-Spieler. Mit klaren Vorstellungen für das, worauf es ankommt. Mein Name war blau unten. Anna Main. So, hier. Gut, willkommen. Schön, dass du da Dev gehst, Alter. Anna Main. Ich bin mit der Campen. Hast du gesmoked, Timo? Nee, ne? Ja, fuck. Brauchst du nicht direkt. Wie dein Ding dann. Also, jetzt könntest du noch smoken. Ja, jetzt könntest du machen, ja, das wäre nice. Komm jetzt vor. Ein guten CSGO-Spieler macht auf jeden Fall aus Kommunikation, Kritikbereitschaft, also dass man Kritik äußern kann, aber auch mit Kritik umgehen kann. Und ansonsten sehr, sehr viel Motivation. Und dann musst du halt die richtige Kombination finden mit den richtigen Leuten. Ist auch ein bisschen Glück gehört auf jeden Fall dazu. Aber hartnäckige Arbeit ist auf jeden Fall auch wichtig. Diese Eigenschaften würde ich auf jeden Fall sagen, sind sehr wichtig. Kommunikation, Engagement und so weiter. Trainingszeit vor dem Turnier, täglich 10 bis 12 Stunden. Mein Name ist Spot. Ich glaube, zwei Spot, nicht sicher. Das Aiming und so weiter ist klar, aber das bekommt man mit Laufe der Zeit. Aber dieses Informationsverarbeiten, das ist auf jeden Fall ein Talent, was man mitbringen sollte. Im Nachbarzimmer entspannt sich ein anderes Team. Hier arbeitet das Management von SK Gaming. Das ist in der Szene ein bekanntes Teamlabel. Was sich dahinter verbirgt, wissen die meisten nicht. Kaum jemand jenseits der 30. Ich denke schon, dass das immer noch rebellische Jugendkultur ist, was wir hier haben. Denn so dieser Generationenkonflikt, der ist schon noch da. Also die Älteren verstehen nicht so richtig, was da passiert. Das sind schon noch böhmische Dörfer für die. Und die Antwort, die wir am öftesten hören, ist ja auch, ich hatte keine Ahnung, dass es sowas gibt. Gefolgt von, ich hatte keine Ahnung, dass das so groß ist. Allein der Aufwand für ein E-Sport-Event ist immens. Vergleichbar etwa mit Helene Fischer-Konzerten. Genauso laut. Genauso viele Scheinwerfer. Genauso viele Knöpfe, Regler und Lautsprecher. Allerdings deutlich mehr Bildschirme. Veranstalter ist die ESL, die E-Sport Liga. Ein Kölner Unternehmen, weltweit führend. E-Sport coming home. Wir merken das auf jeden Fall. Und für uns ist die längste Arena was ganz Besonderes, weil wir sind als Kölner Unternehmen seit 15 Jahren in der Stadt. Und diese große Arena, die war irgendwie immer da. Man sieht die von unserem Office aus. Und wir wussten, irgendwann wollen wir mal da sein. Und als dann klar wurde, hier findet ein Event statt, da gab es dann auch viel tolles Feedback von Freundinnen, Familie und es sind viele hier auf der Gästeliste, die sich das mal anschauen wollen, die jetzt auch merken, okay, das Thema ist wirklich in der breiten Masse angekommen. Die längste Arena ist jetzt ein Schauplatz für E-Sport. Taktik, Strategie, Konzentration, Faszination. Sportfachleute glauben, der E-Sport in Deutschland steht erst am Anfang. Wenn wir die Entwicklung anschauen, wo es herkommt, ist ja primär in Asien entstanden, dann auf die USA übergeschwappt und hat dann Europa erreicht. Dann gehe ich nicht davon aus, dass wir jetzt schon den Peak hier in Europa sehen, sondern eher den Anfang als den Höhepunkt. Wer beim großen Finale mitmachen will, muss erstmal die Vorausscheidung überstehen. Das Training hat nichts von Spielen, aber viel von Sport. Stundenlang werden Spielzüge geprobt, bis zur Erschöpfung. Das Team besteht aus 5 Spielern, die sich miteinander absprechen, die richtige Position suchen, als Scharfschützen in Lauerstellung gehen oder Blendgranaten werfen. Die Kommunikation ist eine Art Kauderwelsche aus Deutsch und Englisch. Fachwörtern, Ansagen, kurzen Analysen. Ein ganz eigener Code. Allerdings funktioniert der nicht immer richtig. Ja, heute einige Unkonzentriertheiten, weil es wirklich halt schon, ich glaube, die 9. oder 10. Stunde im Training ist. Das ist aber normal, denke ich. Und ansonsten gehen wir nochmal die Sachen so durch, ob die taktisch gut geklappt haben. Falls jemand mal nicht getroffen hat, ist das nicht so schlimm. Nur ist es wichtig, ob das taktisch geklappt hätte, wenn wir halt besser in Form sind, weil wir jetzt die 10. Stunde, wie gesagt, ist, sind wir alle nicht optimal konzentriert. Im Mittelpunkt steht vor allem die Hand-Auge-Koordination, aber auch mentale Fähigkeiten. Okay, da habe ich so realisiert und habe der Grund, habe ich
So 340 muss aber weggehen. Ja, das eine sind natürlich sehr spezifische Fähigkeiten und dort gab es ja schon Vergleichstests mit Jetpiloten, wo man auf die Reaktionsgeschwindigkeit und Auffassungsgabe die verglichen hat. Und da haben die E-Gamer ja extrem gut bei abgeschnitten. Also da sind sie sicherlich schon einzigartig. Auf der anderen Seite bringt dieser Profisport natürlich auch Persönlichkeitsmerkmale mit, die auch berufsrelevant sind. Ja, also wir haben in einer Studie mit den besten Sportlern in Deutschland herausgefunden, dass Sportler im Vergleich zu Managern im Durchschnitt in den Bereichen Engagement, Disziplin und mentale Stärke überdurchschnittlich gut sind. Team Mausbots auf dem Weg zur Vorausscheidung, die in einem Studio ausgetragen wird. Ein Sieg wäre die Eintrittskarte in das große Finale. Die anderen Teams kommen aus England, Skandinavien, Osteuropa. Eine strikte Zuordnung zu Nationen gibt es nicht. Die Teams haben Fans überall auf der Welt. Was zählt, ist Ausstrahlung und Leistung. So eine Art Turnier gab es noch nicht, dass wirklich nur das Counter-Strike in einem großen Stadion stattfindet, wirklich nur das eine Spiel. Und wir haben seit mehreren Monaten nur das Ziel, auf diesem Event wirklich gut zu performen. Ortswechsel. Yannick und Lukas sind E-Sport-Fans. Sie sind noch Schüler und spielen selbst, wie die meisten ihrer Mitschüler im Land. Nicht jeder mit sportlichen Ambitionen, beide sind klassische Anhänger. Vor allem von Fatih, dem Teamleader von Mausports. Ich finde ihn mega sympathisch. Also wenn man den so sieht, ich weiß nicht, ich muss immer lächeln irgendwie. Ich finde ihn mega sympathisch, ist einfach, wie er sich gibt und wie er Interviews gibt, ist einfach super sympathisch. Ich bin aufgeregt. Ich will, dass sie gewinnen. Für 16- bis 25-Jährige sind Computerspiele inzwischen zum Leitmedium geworden, sagen Medienwissenschaftler. Und das soll heißen, Computerspiele werden wichtiger als das traditionelle Fernsehen. Sie bestimmen die Art und Weise, wie Medien konsumiert werden, welche Programme und Streams ein- und abgeschaltet werden, wer welchen Computer wann und wie nutzt. Wer spielt, kann im Spiel kommunizieren. Wer zuguckt, darüber reden. Vielleicht war gut. Die meisten Übertragungen finden in englischer Sprache statt, ohne Untertitel. Oh, oh, nice. Kuss. Oh, ja! I am surprised actually that they went straight for the double up here on Sean. Sean's, he could be a really, really good upper. I just thought now that Shazam was in, they might want to stick to it, especially on a map like Dust 2 T-Side, but zu kompliziert für mich. Ich bin zu alt. Wer zuschauen will, muss die Regeln verstehen. Die Community. Die Spiele stehen in keiner Programmzeitung. Der Live-Charakter aber ist wichtig. Die Jetztzeit des Spiels. Vergleichbar mit einer Fußballübertragung, aber eben nicht im Fernsehen. Oh, also Fernsehen gucke ich wahrscheinlich über 2 Jahre jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr. Also wirklich aktiv gar nichts mehr. Also ich finde Stream einfach so viel besser. Also ich finde, weil im Fernsehen auch weniger mittlerweile nur noch Müll ist, sage ich einfach mal so. Also für mich ist da wirklich nichts mehr Interessantes im Fernsehen. Nex ist auch schlecht gerade, beziehungsweise nicht auf seinem normalen Level. Trotz einer grandiosen Aufholjagd verliert Mausports an diesem Abend. Schlechte Stimmung bei Lukas und Yannick. Ich hatte damit gerechnet und noch gehofft, dass sie eigentlich ins Achtelfinale, Viertelfinale kommen, damit man sie wenigstens auch einmal in der Lanxess Arena sieht. Tja, ist schade. Sehr. Besucher aus aller Welt kommen zu der Weltmeisterschaft nach Köln. Ein Jugendhaus am Rhein. Hier sollte eigentlich eine Party stattfinden, mit den Spielern. Weit und breit sind aber keine zu sehen. Stars der Szene kommen trotzdem. Sarasar zum Beispiel, einer der erfolgreichsten deutschen YouTuber. Yannick und Lukas knüpfen Kontakte. Fachsimpeln. Woran es gelegen hat. Wer gut war und wer nicht. Und warum. Gemeinschaft durch Sportkritik und Erfahrungsaustausch. Wer spielt was und wie viele Stunden. 600 hours. Not much. A bit. Hey, it's you gotta start somewhere, right? We all started with 0 hours. What about, like, you play? Yeah, you don't play a lot, you say. So you not, you don't like, yeah, like, the other, play other games then? Not really. I'm looking a lot of streams. Die Leidenschaft für Computerspiele bedeutet nicht, dass keine Bälle mehr angefasst werden.
Die Zahl der Jugendlichen, die klassische Sportarten betreiben, hat sich in Deutschland in den letzten Jahren kaum verändert. Trotz der digitalen Konkurrenz. Ja, du bist ja auch groß genug, um das zu schaffen. Die Erfolgsgeschichte des Fußballs hatte vor 100 Jahren ähnlich begonnen wie die des E-Sports. Die Bedürfnisse der Gesellschaft produzierten Massenereignisse. Gleichzeitig Massenertüchtigung. Das industrielle Zeitalter macht einen Ausflug für 90 Minuten ins Grüne. Wer Maschinen bediente, musste körperlich fit sein. Der Sport half, in der Gesellschaft zu funktionieren. Und war gleichzeitig ein Abbild für die eigene Leistungsfähigkeit. Das ist beim E-Sport ganz ähnlich. Was habe ich eigentlich getan, wenn ich 8 Stunden, 10 Stunden am Bildschirm gearbeitet habe? Ob ich dort nun Texte geschrieben habe oder Filme geschnitten habe oder was auch immer, oder Bilanzen geschönt. Was habe ich eigentlich getan? Ich habe Symbole manipuliert und damit aber Werte geschaffen, immaterielle Werte geschaffen. Am Ende, ich meine, ich kann es nur ausdrücken, kann ich sagen, hier, das habe ich gemacht. Aber was ich geschaffen habe, ist nicht materiell, ist nicht physisch, ist nicht körperlich. Und ich glaube, genau darin beruht auch dieser große Reiz des Spielens an sich und dann aber auch sozusagen der Reiz, anderen beim Spielen zuzugucken, wie im E-Sport. Das sind Meister in der Manipulation virtueller Symbole. Gundolf Freiermuth erforscht Medien und deren Veränderung. Nach seiner Einschätzung steht der E-Sport heute da, wo der Fußball vor 100 Jahren war. Also wir haben im Laufe des 1800 bis 1900 die Entwicklung des Fußballs von einem Spielersport zu einem Zuschauersport, um den sich herum eine ganze Ökonomie, nicht nur ein Soziotop, eine Kultur bildete, sondern eine ganze Ökonomie. Und genau diese Bewegung, die ich gerade für den Fußball als Kernsport der Industrialisierung beschrieben habe, genau diese Bewegung können wir im Augenblick beim E-Sport verfolgen, in den letzten 10, 15 Jahren. Anderen zuschauen. Denen, die es besser können. Das Natürlichste von der Welt. Jedenfalls dann, wenn man ein Ticket bekommt. Das Finale in Köln ist ausverkauft. Etwa 40.000 Tickets sind weg. Einer der Zuschauer ist Sebastian. Er möchte selbst Profi werden. Auch wenn es jetzt, Anfang 30, langsam knapp wird. Die Anforderungen an die Konzentrationsfähigkeit sind hoch. Sehen, zielen, schießen, ausweichen. Weidengesäß im Odenwald. Irgendwo hinter Darmstadt. Ziemlich idyllisch. Häuserkampf gibt es hier nicht mal um Mietwohnungen. Sebastian ist Maler und Lackierer. Er hat ein eigenes Team aufgebaut. Die Fighting Wolves. Das ist halt die Hauptwaffe, also zu 99% spielt man die Waffe, weil sie halt einfach die stärkste ist von den Nahkampfwaffen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier draufhalte, sieht man, wie die Waffe nach oben zieht. Hier ist der Ausgangspunkt gewesen. Demnach, wenn ich vor dem Gegner stehe, muss ich natürlich, wenn ich jetzt so durchschieße, nach unten ziehen die Waffe auch. Die Spieler eliminieren sich nach Möglichkeit gegenseitig, was martialisch klingt. Aber auch nicht anders funktioniert als Mensch ärger dich nicht oder Schach. Außer, dass der Spieler grafisch in die Rolle des Jägers oder des Gejagten schlüpft. Die Spieler haben die Auswahl aus verschiedenen Szenarien. Allen gleich ist die verwinkelte, unübersichtliche Anlage. Die Räume sind eng. Fluchtmöglichkeiten gibt es nicht. Und in diesem Spannungsfeld von paranoischer oder von Jagdsituationen und bedroht werden, entsteht die Paranoia. Zumindest bildformal. Ich glaube nicht, dass Menschen hinterher deswegen dann an Paranoia leiden. Aber der Struktur nach ist es Paranoia. Die unausweichliche Verengung, die permanente Bedrohung, die in einem winzigen Moment der Unkonzentriertheit zum Ende führt, das kennen auch Schachspieler. Ein Kriegsspiel, bei dem bedenkenlos Figuren geopfert werden. Aber ob Schach oder Counter-Strike, der Ernst, das Martialische, ist im Spielerischen aufgehoben. Dann kann ich quasi konsequenzfrei alles genießen, was dort passiert. Ich kann Schreckliches, ich kann Schönes genießen, ich kann sogar das Töten genießen. Etwas, was sonst natürlich im Kino erlaubt ist, im Fernsehen, in der Literatur. Hier ist es noch ein bisschen aktiver. Aber das ist eingeklammert, dass es ein ästhetisches Erleben ist. Mein eigener Körper ist nicht davon bedroht, die Körper anderer sind nicht davon bedroht. Also ja, im höchsten Maße kann man das zusammenfassen als ein ästhetisches Erleben. Immer wieder haben Kritiker davor gewarnt, dass Shooter die Hemmschwelle zur Gewalt auch im echten Leben senken könnten. Belege gibt es dafür nicht.
Und hier geht es halt dementsprechend drauf. Das ist halt der, der Punkt, wo der CT steht und dementsprechend eigentlich nur auf dieses Loch achten muss. Und wenn der Terror hier drauf kommt, dementsprechend legt er die Bombe. Natürlich auch so, dass man sie gut in Sicht halten kann. Sollte man alleine sein. Sebastians Frau Nadja gehört nicht zu den Fighting Wolves. Sie ist im wirklichen Leben Erzieherin. Sie kämpft gelegentlich ganz gerne mal mit. Dass es dabei um Schießen und Töten geht, stört sie nicht. Nee, also es ist wirklich so, dass man da gar nicht drauf achtet. Also es geht, man hat dann die Punkte im Kopf und also das steht da irgendwie nicht im Mittelpunkt. So hübsch mit. Als ich das erste Mal ein Spiel von Anfang an, also von der ersten Minute mitbekommen habe und dann so im Thema war und das mitgekriegt habe. Und also das hat mich dann einfach gefesselt und ich habe es dann bis zum Ende des Spiels zugeguckt. Und so kam es eigentlich, dass ich das erste Mal dann wirklich Interesse dran hatte. Also es war besser als Fernsehgucken. Sebastian war schon mal nah dran, erfolgreich zu sein. Große Turniere zu spielen. Er war gut in der Liga unterwegs. Das ist ja Gruppen. Das ist genauso aufgebaut wie beim Fußball im Endeffekt. Ja. Dann hat einer seiner Teamkollegen betrogen. Ja gut, wir haben aufgehört, dann, beziehungsweise haben das dann sacken lassen, weil wir in unserem Team auch einen Cheater dabei hatten, der dementsprechend unsauber gespielt hatte und das in der Liga aufgedeckt wurde. Cheaten, also Schummeln, gehört zum Geschäft. Bei Counter-Strike zum Beispiel beliebt, durch die Wände gucken. Zuschauer dürfen das, die Spieler nicht. Die digitale Architektur ist komplex. Bei Turnieren und in der Liga werden die Datenprotokolle kontrolliert. Es gibt eine ganze Hackerindustrie, die Cheatern individuelle Tools zum Betrügen anbietet. Es gibt verschiedene Varianten. Er könnte zum Beispiel das in seiner Tastatur haben. Die haben häufig USB-Speicher. Und da könnte etwas installiert sein, was sich dann eben automatisch einschaltet, sobald diese Tastatur eingesteckt wird. Das kontrollieren wir vorher, verhindern wir. Es könnte, wenn Sie eine Internetverbindung hätten, eventuell etwas automatisch heruntergeladen und aktiviert werden. Aber da haben wir eben eine Reihe von Mechanismen eingeschaltet und eingeführt, die das Ganze verhindern sollen. Je höher die Preisgelder, desto höher die Versuchung. Auch Doping ist ein Thema. I don't even care. We're all on Adderall. Like, 2015 gibt Corey Samphis, ein US-amerikanischer Spieler, lässig zu, dass er regelmäßig Adderall schluckt. Ein Medikament, das für die Behandlung von ADHS zugelassen ist. Die Teams, die in Köln antreten, müssen neuerdings einen Dopingtest machen. Auf Amphetamine oder Ritalin. Wer ein bisschen schneller ist oder ein bisschen wacher, hat enorme Vorteile. Für den Moment zumindest. Also wir freuen uns wirklich, dass das kontrolliert wird, weil manche Spieler sieht man das manchmal an oder man vermutet das, dass die nicht irgendwie mit fairen Mitteln spielen. Und da finde ich das auf jeden Fall bei so einem großen Event sehr gut, dass das war. Unser Team freut sich darüber, dass das einfach fair abläuft. Nicht nur für die Spieler geht es um viel. Auch für Ralf Reichert, Mitbegründer der E-Sport-Liga. Was als Idee von ein paar Spielebegeisterten begann, ist heute ein internationales Geschäft. Die Firma ist über 100 Millionen Euro wert. Einen Grund für den Erfolg sieht Reichert im Timing. Die Firma hat früh angefangen und ist gemeinsam mit dem E-Sport gewachsen. Ich glaube, der zweite Grund ist, dass wir auch ein bisschen seit Gründung wahrscheinlich schon immer ein bisschen größer gedacht haben als alle anderen in dem Markt. Also wenn man sich auch nochmal anschaut, 2013 gab es das erste Stadion-Event in der westlichen Welt. Das haben wir gemacht. Das hat vorher keiner gemacht. Also wir hatten, glaube ich, schon immer den Mut, unbekannte Dinge zu machen oder auch risikoreiche Dinge zu machen. Und das Dritte ist, dass wir schon sehr früh, 2003, 2004, angefangen haben, irgendwie zu internationalisieren, mit anderen Ländern zusammenzuarbeiten, internationale Veranstaltungen zu machen. Und das dauert halt eine gewisse Zeit, bis man da so weit ist. Und die hatten wir halt auch in diesem Zusammenhang. Die Erfolgsgeschichte des E-Sport beginnt in den 80er Jahren. In dem Moment, als der Rechner zum Arbeitsgerät wird. Seit 2 Jahren sind die Arbeitsplätze der Sachbearbeiter beim Fernmeldeamt in Köln mit Bildschirmerfassungsgeräten ausgestattet. Die Faszination beginnt früh, aber ein richtiges Ziel hat sie anfangs nicht. Wie viele Stunden hängst du denn so am Tag davor? Ja, wenn es hochkommt, 4 Stunden. Macht dir das Spielen an diesen Computern Spaß? Ja, sehr viel. Ein Stück Zukunftsintuition.
Einübung für ein neues Zeitalter. Der Mensch hat schon immer spielerisch gelernt. Ich würde sagen, auf der einen Seite kann man sich den Computern heute natürlich nicht mehr verschließen und ich will Arno auch nicht den Spaß verderben. Und für sein späteres Leben ist es vielleicht auch ganz sinnvoll, sich damit jetzt schon spielerisch zu beschäftigen. Nur muss man natürlich auch auf der anderen Seite die Gefahren sehen, gesundheitliche Gefahren. Ich weiß nicht, ob auch die Strahlenbelastung eine Rolle spielt, weil wenn er hinterher noch fernsieht, dann sind es ja etliche Stunden, die da zusammenkommen vor dem Monitor. Nicht nur die Jungen, auch die Älteren sind interessiert. Neu ist auch die Idee, die das Ganze möglich gemacht hat. Ich dürfte ihn auch neu sein. Mein Name ist Thomas Gottschalk. Danke. Dafür kann ich mir wirklich nichts. Sie im Studio möchte ich heute gleich bitten, mitzuspielen. Denn wenn so viel Neues dabei ist, dann hilft eigentlich nur ein Publikum, das schön mitmacht. Und Sie zu Hause bitte ich gut aufzupassen, denn Sie sind beim nächsten Mal dran. Und kann das dann in der Familie spielen? Ich versuche das jetzt mal alleine. Ist aber gar nicht so einfach. So nach dem Motto, besiege dich selbst. Ich kann dann hier feststellen, welche Hälfte von mir die bessere ist. So. So funktioniert das also normalerweise. Gaming-Steinzeit steht heute im Museum. Damals ahnte noch niemand, dass 30 Jahre später Millionen mit digitalen Spielen verdient werden. Und aus dem Freizeitvergnügen Leistungssport wird. E-Sport. Da gab es eigentlich so mehrere parallele Entwicklungen, die jetzt eigentlich dazu geführt haben. Und die haben alle so 2009 eigentlich angefangen. Das ist auf der einen Seite die Entwicklung von Free-to-Play-Games. Also dass Computerspiele ihr Geschäftsmodell umgestellt haben von gib 60 Euro aus, kauf ein Spiel, welches dann eigentlich danach auch nicht mehr unterstützt wird, weil der Spielehersteller nur den Fokus hatte, dieses Spiel zu verkaufen über 8 Wochen und es dann eigentlich schon wieder in die sekundären Distributionswege ging. Hin zu einem Modell Games as a Service, wie man so als Buzzword sagen könnte, nämlich dass es eigentlich gar nicht so wichtig ist, wenn das Spiel rauskommt, wie viele Leute das spielen, sondern dass es eigentlich wichtig ist, wie lange Leute das in einem Jahr oder in 2 oder in 6 Monaten spielen. Halt ähnlich wie beim E-Sport, dass es eigentlich organisch wächst und immer größer wird und eigentlich dann eine Unterhaltungsform, einen Sport oder wie auch immer wird. Der Trailer für eine neue Version des Spiels StarCraft. Große Bilder. Das Spiel selbst sieht eher schlicht aus, damit die Spieler im komplexen Kampf um Territorien und Rohstoffe noch die Übersicht behalten. StarCraft ist eines der erfolgreichsten Strategiespiele im E-Sport. In dieser Aachener Sportkneipe sind Gamer zusammengekommen, die die Übertragung eines Turniers aus Polen gemeinsam angucken wollen. Gleichzeitig präsentiert der Entwickler den neuen Trailer. Das ist wichtig, damit die Spieler auch ein Gefühl dafür bekommen, wie das Spieleuniversum, in dem sie sich befinden, eigentlich aussieht. Der Schwarm zerstörte unsere Welt. Unser stolzes Volk musste fliehen. Große Veranstaltungen werden inzwischen weltweit in tausende Kinos übertragen. Fast unter der Hand, denn die Werbung läuft im Wesentlichen über die Community. Am erfolgreichsten vermarktet sich das Spiel League of Legends. Täglich loggen sich über 30 Millionen Menschen auf den Servern der amerikanischen Firma Riot Games ein, um in verschiedenen Rollen zu versuchen, die Zentrale des Gegners zu zerstören, den Nexus. Führend im Kaputtmachen, koreanische Teams. Auch bei den World Finals in Berlin spielen 2 Teams aus Korea um die Krone, den Weltmeistertitel und natürlich Preisgelder in Millionenhöhe, professionell begleitet durch Fachgespräche. It is very uncharacteristic of them to fall behind as they did. I mean, or they're just choosing their weapon and they go like full strong Belloff style. They let the cut you first one time and then smash you anyways. Because I mean, it's... First one wasn't deep enough. Yeah. On the hunt, goes in. That's going to be Hojin in a real sticky situation. He goes down to full 3-man nar ultimate. That's going to be SmackDown now. I'm mask off. I'm not too proud. About to motherfucking blast off. Who's laughing now? All that hate is it that me natty bitches. Nicht jeder League of Legends Spieler ist mehrfacher Millionär und kommt aus Korea. Professionelles Computerspielen kann auch ganz anders gehen. Mönchengladbach. Eva Zander kommt nach Hause.
um zu arbeiten. Ohne ich zeig euch das einfach mal. Mein Zimmer sieht aus wie Sau. Ohne Witz. Ich muss das nachher mal, oder morgen überhaupt, komplett mal aufräumen. Bevor nämlich das WDR-Fernsehen kommt. Ich weiß nicht, was genau die aufnehmen möchten. Die wollen halt meinen Arbeitsplatz hier, wie ich halt arbeite, wollen die filmen. Die wollen, dass ich den LOL erkläre. Versuch Morgana, sonst kriegst du den da. Eva spielt mit wechselnden Spielpartnern und lässt sich dabei zusehen. Ich habe dann die Erfahrung gemacht, dass das einfach echt wahnsinnig toll ist, wenn du jetzt im Spiel jemanden killst und alle flippen aus und freuen sich total. Das ist jetzt natürlich nicht bei jedem Kill, ne? Aber wenn du einen richtig guten machst, dann freust du dich nicht alleine, dann sitzt du nicht da, yay, wow, sondern du weißt, da sitzen noch 50 oder mehr andere und die freuen sich total und genauso wie du und schreiben das auch. So, wow, total gut oder so. Also das ist schon was echt Gutes. Aber im Gegenzug lachen die dich natürlich aus, wenn du auch Mist machst. Aber dann kannst du dich mit denen ärgern. Und das finde ich auch schön. Eva spielt gut, aber sie ist eher Breitensportlerin. Wenn sie Geld verdient, dann sind es nicht ausgelobte Preisgelder, sondern Donations. Kleine Gaben von Fans, die ihr bei den komplizierten Spielzügen zusehen. Das ist ein ziemlich komplex durchdachtes Spiel. Da hat alles seinen Sinn und man muss halt wirklich gucken, was ist jetzt am logischsten. Zum Beispiel muss der Jungler gucken, wer aus meinem Team kriegt jetzt halt diesen Blue Buff? Wer kann damit am meisten anfangen? Am besten halt dann dieser, der in der Midlane spielt, weil der halt besonders viel Mana verbraucht. Dann kriegt der den halt. Es gibt über 100 verschiedene Helden mit verschiedenen Kräften und Waffen. Die Wahl ist taktisch bedingt und ein bisschen Rollenspiel. Eva spielt am liebsten Jinx. Jinx ist halt eher so die Irre, die Verrückte, die ein bisschen Kindliche, die eigentlich alles witzig findet und nie traurig ist, nie ernst. Also ja, ich finde diese Ausgelassenheit super bei ihr und ich mag diese Art halt einfach total, dieses nicht unterkriegen lassen und einfach so sein, wie sie ist. Und wer das nicht okay findet, der wird getötet. Jinx ist ein Wesen, das sich durch blaue Haare, eine Megawumme und unerträglich gute Laune auszeichnet. Bei großen Messen verwandelt sich Eva schon mal selbst in Jinx. Cosplay. Das Verwandeln in Helden aus Computerspielen oder Animationsfilmen transportiert das Virtuelle kunstvoll in die Wirklichkeit. Ziemlich detailfreudig. Fürs Lebensgefühl macht Eva das meistens. Und manchmal als Werbeikone für Computerzubehör. Die hat verschiedene Waffen. Die hat einmal die Sharks, das sind hier die. Das ist halt, ja, ich würde es mal als kleinen Raketenwerfer betiteln. Er schießt halt also mit größeren Geschossen, die halt auch einen kleinen Flächenschaden machen, sage ich mal. Hi, I'm Jinx and this is not my name. Ein Spieler kann seine eigene Identität schaffen. Er kann sein eigener Spieler werden, kann sein eigener Charakter werden. Das muss er nicht außerhalb des Spiels sein. Ich kann außerhalb des Spiels unglaublich schüchtern, introvertiert sein. Im Spiel bin ich explosiv. Ich bin immer angriffslustig, ich bin unglaublich aggressiv in meiner Grundhaltung und gewinne darüber Spiele. Also ich sag mal, von dem eigentlichen Charakter, den der Mensch hat, kann er komplett abweichen und kann im Spiel, im elektronischen Sport, jemand ganz anderes sein. Und das, glaube ich, ist im normalen, im klassischen Sport so nicht möglich. Ich glaube, wenn man dort eine aggressive Grundhaltung auf den Platz bringt, dann ist man auch an sich eher ein aggressiverer Typ. Ohne das negativ zu meinen, aber diese Grundhaltung. Obwohl Eva mehr als 70.000 Fans hat, mithalten könnte sie mit den koreanischen Spitzenspielern nicht. Well, they were a little bit stoppable. They did lose. That's right, right. They had the one blemish. They had the one loss. It was an important international tournament, but I really respect them. They bounced back so hard after that. That one loss, they really came through, tried to fix the flaws that they found, and that led to this unbelievable 53-7 bloodbath through the summer season that has culminated right here. And their tournament. Es ist nicht nur die Spielstärke, sondern auch die Gemeinschaft, die bei den großen Finals gefeiert wird. Es ist echt schön, das zu sehen, dass man damit auch so viele Menschen erreichen kann. Und gerade in der Arena, das ist was ganz, ganz anderes. Und ich habe das auch noch nie mit so vielen Menschen live gesehen, dass dann diese Dynamik, diese Leidenschaft, die auch da mit drinsteckt, das ist so schön zu sehen, dass alle dieses selbe Hobby haben und alle dieselbe Liebe auch haben. Und das war
einfach total schön und auch familiär. Das war toll. Und da geht es mit der Spielerin natürlich. Da wird mir ganz warm ums Herz. Der Presseraum. Amtssprache ist hier Koreanisch oder Chinesisch. Am besten beides. Die großen Turniere gehören in Ostasien längst zum Standardprogramm des Sportfernsehens. Ein paar deutsche Vertreter von der virtuellen Sportredaktion eScene sind auch dabei. Der E-Sport ist immer etwas Neues. Es entwickelt sich immer weiter und davon ein Teil zu sein, man kommt aus dem Staunen eigentlich gar nicht mehr raus, weil es etwas Surreales ist, was ins Reale umgewandelt wird, sozusagen durch die Spieler. Teil einer Community zu sein, ist das wichtigste Stück Identität in der Szene. Andere Möglichkeiten gibt es auch kaum. Nationenkämpfe spielen im E-Sport keine Rolle. Es gibt Länder, die vorne liegen und welche, die nicht richtig mitkommen. Aber kaum so etwas wie nationale Identität oder gar regionale. Es gibt überhaupt wenig, an das man sich klammern könnte. Das, was Computerspiele ja schon machen, ist, sie nehmen viele Hürden des klassischen Lebens weg, sei es jetzt Bildung, Sprache, Geld, Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht. Das wird ja alles bei Computerspielen am Ende des Tages nebensächlich. Von daher passt das wahrscheinlich schon sehr gut in den Zeitgeist der Globalisierung an sich. Wenn ich mir meinen eigenen Hintergrund dazu anschaue, warum habe ich Englisch gelernt? Zu einem großen Teil wegen Computerspielen. Nicht, weil es in der Schule von mir erwartet wurde, sondern weil ich ein Eigeninteresse daran hatte, englische Computerspiele zu verstehen. Was war der Grund für mich, um die Welt zu reisen? Es waren am Ende Computerspiele. Das ist eine Entleiblichungserfahrung, aber durchaus eine positive. Eine, von der die christliche Tradition schon immer geträumt hat, nämlich alle Leiden sind vorbei, wenn wir endlich unseren komischen Körper verlassen haben und reine Seele sind, also reine Bewegung. Stefan Günzel, selbst Gamer, erkennt im Ego-Shooter auch ein Stück Aufklärung. 14., 15. bis 16. Jahrhundert beginnt man, den Menschen überhaupt wertzuschätzen, beginnt an den Religionen zu zweifeln, sich mehr auf wissenschaftliche Tatsachen zu stützen. Und im Zuge dessen rückt auch quasi im Windschatten der Aufwertung des Menschen die Zentralperspektive in den Vordergrund und wird zur maßgeblichen Darstellungsform. Das heißt, wenn heute jemand einen Ego-Shooter benutzt, oft diffamiert als Splatter-Tätigkeit oder wie auch immer gewaltverherrlichend, bedient er sich eigentlich dieser kulturhistorischen Errungenschaft, den menschlichen Blick zum Maßstab von Realität zu machen. Zurück an der Köln-Arena. Die Counter-Strike-Weltmeisterschaft steht kurz vor der Entscheidung. In den Pausen bilden sich lange Schlangen, auch für die Verlierer. Das Team Mousesports ist trotz des frühen Ausscheidens vorbeigekommen. Und Menschen, die Autogramme wollen, sind immer da. Die Welt des E-Sport ist nur scheinbar ein unbekanntes Land. Sitten und Gebräuche kennen auch Nicht-Gamer. Geld verdienen und ausgeben zum Beispiel. Tom aus Helsinki hat mit ein paar Freunden 3000 Euro für eine Loge in der Köln-Arena bezahlt. Im wirklichen Leben verkauft er Gebrauchtwagen. Er findet es völlig verrückt. Er hat sich natürlich schon Eishockey-Turniere angeguckt. Aber das hier sei viel größer und besser. Wenn man Spiele mag, sagt er, kriege man hier alles. Am Ende gewinnt der Favorit, das Team Fnatic mit Sitz in London, erwartungsgemäß den Titel und mehrere hunderttausend Euro. Ein großes Event. Aber wahrscheinlich nur der Auftakt für größere. Ja, ich meine, wenn man anschaut, welche Bewegung dahinter steckt. Ja, wir sprechen aus Schätzungen davon, dass es 1,7 Milliarden aktive E-Gamer im Moment gibt. Dann ist es durchaus vorstellbar, dass irgendwann das auch mal, ob es dann olympisch wird, das wird sich zeigen. Aber dass es natürlich auch eine ganz andere Präsenz bekommt, als das heute noch der Fall ist. Das Spiel mit dem Computer und der eigenen Identität hat eine unermessliche Zukunft. Spieler und Zuschauer können sich selbst völlig neu erfinden. Der Gamer wird zum Zauberer, zum Alchemisten, der Bits verschiebt, um sich neu zu erfinden. Schweiß, Anstrengung, Leidenschaft, echtes Leben, das aus dem Virtuellen geschöpft wird. Selbst wenn es hier und da noch den Konflikt zwischen Spiel und Vernunft gibt, zwischen Counter-Strike und Hausaufgaben, Strategie, Spiel und Studium, die Spielfähigkeit wird bleiben. Sie muss es wohl sogar. Ich glaube, es ist ein
wichtiges Kennzeichen der entstehenden digitalen Kultur, dass wir nicht mehr aufhören müssen zu spielen. In der industriellen Kultur war Spielen etwas für Kinder. Das war ein abgezirkelter Bereich Kinder und Jugendliche. Wenn es ernst wurde, wenn man in den Ernst des Lebens eintrat, dann musste man aufhören zu spielen. Das war ja auch ganz gut so, denn wer in der Fabrik spielt, verletzt sich und gefährdet die materielle Produktion, vernichtet Werte. Wer am Computer arbeitet, muss nicht aufhören zu spielen. Der Wissensarbeiter spielt immer mit Gedanken, mit einem Hin und Her der Manipulation der Symbole. Wir haben Unlimited Undo, wir können immer sagen, rückgängig machen. Deswegen können wir viel mehr ausprobieren. Das heißt, die Arbeit selbst ist spielerischer geworden. Und das, glaube ich, ist einer der Gründe, warum dieser strikte Gegensatz zwischen Jugendkultur, die eben dem Spielerischen, der Verweigerung des Ernstes des Lebens ganz wesentlich gewidmet ist, dieser Gegensatz zwischen der Jugendkultur und der Mainstream-Erwachsenenkultur sich einschleift, immer geringer wird. Es geht nicht mehr darum, dass wir aufhören müssen zu spielen, um erwachsen zu werden. Im Gegenteil, als kreative Erwachsene müssen wir lernen, immer weiter zu spielen.